38 Seeds. Habe ich denn einen Eimer schon? Ich habe keinen Eimer, ne? Oder? Oder übersehe ich den jetzt gerade? Bin ich ein bisschen doof? Ne, ich habe keinen Eimer. Wozu soll ich noch einen Eimer bis jetzt gebraucht haben? Ne, ist ja Schwachsinn. So, ein Eimer. Denn ich möchte mir jetzt nämlich dann erstmal so ein kleines Feld... Das ist auch kacke. Jetzt muss ich ein bisschen runterschwimmen. Dass da oben sich keine Strömung bildet. Aber von hier das Wasser nehmen. So. Weil wenn ich jetzt einfach hier oben Wasser genommen hätte, dann würde sich eine Strömung bilden. Und da habe ich keinen Bock drauf, die auszubessern. Genau. So. Jetzt ist die Frage. Denn ich würde sagen, wir erweitern unser Grundstück noch bis zu dem Weg hier vorne. Und dann mache ich nämlich da dann irgendwie, weißt du, dass ich hier besser planen kann. Weil irgendwie, ganz ehrlich, das Grundstück... Ich meine, hier baut eh keiner mehr hin. Ich baue das Grundstück jetzt einfach hier weiter. Können machen, was sie wollen hier, die Leute. Ja, das ist mir egal, ne? Ich werde wahrscheinlich eh gleich noch... Also ich werde hier... Ich denke mal, die Aufnahme wird schon ein bisschen länger gehen. Ich denke mal, ich werde hier vielleicht gleich noch den einen oder anderen Cut machen oder so. Dass ich mir... Also erstens, ich muss gerade mittlerweile ein bisschen aufs Klo, ne? Sollte man auch auf jeden Fall erledigen, ne? Wenn die Blase nicht platzen sollte. Und ich werde mal gucken, so, was ist denn so... als Themen gibt, was man so vielleicht ein bisschen drüber quatschen könnte, weil ich bin ja mittlerweile ganz alleine. Der Cookie kommt ja schon seit 20 Minuten, jetzt nicht mehr seit guten. Und daher weiß ich jetzt, also ich kann halt schon irgendeinen Crap labern, ne? Kann ich ja gerade auch. Und ich könnte wieder irgendein random Thema anfangen, aber ich weiß nicht, oh, meine Schulter juckt. Ich weiß nicht, halt mal gucken, so was man denn da so labern könnte. Und daher ja, werde ich da mal gucken. Nö? So. Aber erstmal hier, was ich jetzt auf jeden Fall noch kurz mache, ist das hier. So, so, so. Wie weit geht denn das eigentlich? Das geht schon noch ein Stück. Gut, dann mache ich mir mal ganz kurz ein paar Zäunelein. Ich mache halt den Baum hier auch noch weg, bevor ich hier loslege wieder. So. Baum, du gehst jetzt weg. So. Leute, ich fange einfach jetzt mal irgendein Thema an. Einfach mal so, ne? Weil ich es kann. Oh, das reimt sogar. Ich fange irgendein Thema an, einfach so, weil ich es kann. Das ist natürlich awesome. Nein, ich fange einfach mal zu random ein Thema an, okay? Also, schreibt doch jetzt mal in die Kommentare. Ich möchte so ein bisschen mehr Interaktion haben hier unter den ganzen Videos. Schreibt doch mal einfach in die Kommentare. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid oder wie viel Erfahrung ihr schon irgendwie so habt oder sammeln konntet oder so. Ich meine, heutzutage ist das ja eh alles... Alles jünger und so, diese ganze Generation. Ich meine, gut, ich bin auch erst 16, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich denke mal, ich hatte mit 12 noch keine wirkliche Beziehung gehabt. Also immer so dieses Hin und Her, Buba. Und die erste, na gut, na nicht die erste, aber so eine mit der ersten richtigen Beziehung ist halt jetzt einfach die mit Jana. Und es ist auch meine erste Fernbeziehung, die ich eigentlich so führe. Und daher mal, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von Fernbeziehungen? Pro und Contra? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, also ich will jetzt hier das nicht sagen, was ich davon halte, so. Weil, weiß ich, ich glaube, das ist so wirklich ein bisschen zu privat, weil dann würde ich wahrscheinlich irgendwas sagen, was dann so, naja, also ich würde natürlich positive Dinge, als aber auch negative Dinge sagen. Und ich weiß nicht, ob Jana das so geil finden würde. auf jeden Fall, ja, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr denn von Fernbeziehungen? Was ist denn so das Pro und Contra? Also was sagt ihr, ja, geht auf jeden Fall klar, so, was, keine Ahnung. Und was sagt ihr, geht irgendwie gar nicht klar bei einer Fernbeziehung oder auf was sollte man irgendwie achten oder, keine Ahnung, lasst euch einfach frei in Lauf, so, ne, und schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr denn so von Fernbeziehungen haltet. Nur so mal random, rein Interesse halber. Denn, ja, ist halt so, ne, möchte ich halt einfach wissen von euch. Jo, jetzt brauche ich mal das hier kurz voll fertig. So, ich tue das hier eh noch abflachen, oder? Ist eigentlich Schwachsinn, wenn ich es nicht abflachen würde. Natürlich tue ich es noch abflachen, dumme Frage. So. Ich kann eigentlich den Sound wieder ein bisschen höher stellen, weil irgendwie ist er schon ein bisschen leise. Meiner Meinung nach. So. Feed the Bitch Ultra heißt es übrigens. Voll viele haben gefragt, wie denn das hier heißt. Feed the Beast Ultra. Und voll viele haben auch gefragt, wie das Texture Pack heißt und so weiter. Das Texture Pack ist das hier. Das Sortex, irgendwie so heißt das, ne? Sortex hier, ne? Wie ihr sehen könnt. Das ist das Texture Pack, das ich benutze. Denn es gibt halt kein... Also es gibt hier dieses Faithful, aber das ist halt so schlecht irgendwie,
bei dem Dingens-Moment, dass man auch die, dass man dann die Default-Texturen benutzen könnte. Da habe ich mich für das Sort-Text entschieden. Und irgendwie lädt das hier gerade ziemlich lang. Ah, okay. Mann. Ja. Also, ne, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Fernbeziehungen haltet, auf jeden Fall. Das würde mich interessieren. So. Dann machen wir mal den hier. So, es ist halt echt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das hier alles mache, dann mit dem Grundstück. Wahrscheinlich setze ich mein Haus hier hinten in das Eck und da hinten mache ich dann das Feld, weil hier eh dieses, weil es hier eh so nach oben geht. Und dann kann man, wenn man hier am Weg vorbeiläuft, schön mein Haus betrachten. Genau, ja, so werde ich es machen, auf jeden Fall. Ich mache erst kurz hier die ganzen Seeds weg. Ich bin mir immer noch unsicher, wenn man den Block unter dem Seed wegschlägt, quasi, ob dann quasi trotzdem die Chance genauso hoch ist, dass so ein Seed rauskommt, als wie wenn man die so abbaut und dann halt, naja, einsammelt, wenn, also ob die Chance halt gleich hoch ist, dass ein Seed gedroppt wird, ob man das jetzt so abschlägt, also halt quasi den Block abschlägt und drauf noch Gras ist, oder ob man das Gras einzeln abschlägt, ne, das würde mich ja interessieren, ob der Drop Rate trotzdem gleich hoch ist. Oder ob das eine höher ist oder das andere niedriger oder keine Ahnung was. So. Ich kann ja mal erzählen, was ich denn heute so gemacht habe. Also ich war heute in Stuttgart. Also ich war heute, ist Freitag, ne? Ich hatte heute den letzten Schultag, also nicht den letzten Schultag, aber so letzten Schultag halt, ne? Bis Wochenende ist. Ich habe in 3 Tagen Ferien. Also ich habe noch, dann wird die Woche wieder anfängt, habe ich noch Montag, Dienstag und Mittwoch Schule, dann habe ich Ferien. Am Mittwoch war ich zu Jana bis Freitag. Und, ja, gut. Unwichtige Nebeninformation. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist der Wal blau. Also Blauwal in dem Fall, ne? Ganz wichtig zu wissen. Denn, ja. Und ja, auf jeden Fall war ich heute in Stuttgart. Hab mich heute noch mit einer Freundin getroffen. Und mit der dann nach Stuttgart gegangen. Ne? Ich wohne ja quasi fast in Stuttgart. Und dann waren wir halt, ne, so Schlossplatz am Chillen und da dahinter ist ja so ein, also weiß ich, wer es vielleicht kennt, ne, dahinter ist ja noch so ein See. Ich weiß gar nicht, ob die so für die Schlossseen heißen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Auf jeden Fall waren wir da halt auch am Chillen, ne? Und am Grillen und am Sonnenbrillen, ne. Und auf jeden Fall haben wir halt davor, war ich noch im H&M und hab mir noch eine Hose gekauft, weil meine blaue Hose, die ich davor hatte, also ich habe mir wieder eine blaue gekauft, weil ich finde die einfach voll cool, und die Hose, die ich mir davor, die ich davor hatte, die hatte halt über den Riss drin, weil ich bin damit irgendwie, als ich Fahrrad gefahren bin letztens, da bin ich irgendwie da drauf gestiegen und dann war so ein kleines Loch drin, und dann irgendwann im Laufe der Zeit, als ich in der Stadt war, habe ich das irgendwie gecheckt, dass da halt echt mega der krasse Riss drin ist und so. Und dann, Alter, ohne Witz, zum Schluss, ne, das war so krass einfach der Riss. Wenn ich es nicht vergesse, dann blende ich jetzt hier kurz ein Bild ein, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich es wahrscheinlich eh vergessen. Naja, ich hoffe mal, ich vergesse es nicht. Kann man den Mais eigentlich auch so fressen? Geil. Das ist natürlich gut. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich irgendwie verspeisen kann? 15, ah, guck mal hier. Das ist natürlich gut. So, da kommt das Haus und hier vorne dann das Feld, oder? Hier so. Wollen wir hier das Feld hin machen? Wie sieht das hier aus vom Boden her? Pff, ja, Doch, ich mache das so, ich mache hier so ein Feld und da hinten ist dann so das Haus. Das heißt, ich mache dann hier quasi das Haus. Und hier noch so Feld bis hier so. Boah, das ist voll die gute Idee. Das ist voll die gute Idee, Lan. Ja, ich war noch beim Titus und hab mir dann dort eine Boxershort gekauft. Und ich hab mir bei H&M eine blaue Hose gekauft. Also die gleiche, die ihr vielleicht jetzt gerade gesehen habt, nur halt nicht zerrissen. Das sage ich jetzt extra so, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich daran denke, das einzufügen. Das ist halt echt immer ein bisschen schwer, weil ich nehme halt echt halt hier im Stück auf. Und ich werde das erst am Montag rendern, hier das alles, über die Schule. Und obwohl auch, ich könnte beim Einstellen, beim Render einstellen, könnte ich da vielleicht dran denken, ob ich das heute Abend noch mache. Aber ich glaube, ich mache das nicht mehr heute Abend. Es ist ja mittlerweile schon 23.56 Uhr. Ja, wir machen hier das Feld. Ich werde jetzt einfach mal hier anfangen. Ich gehe jetzt erstmal kurz schlafen oder danach. Nee, ich mache kurz mal die Öfen hier weg. Weil die brauchen wir nämlich hier nicht mehr. Die können wir nicht mehr verwenden. Und das hier, da mache ich mal kurz Erde hin. Weil es irgendwie sonst kacke aussieht. Generell, mein Grundstück ist eh so ein bisschen tiefer gelegt. Sieht eh ein bisschen komisch aus. Vor allem, wir haben auch gar keine Monster an, ne? Kann das sein? Weil vorhin, als es dunkel war, waren keine Monster da. Jetzt sind keine Monster da. Irgendwie komisch. Naja, ist egal. Hunger verlieren wir allerdings trotzdem. Das ist natürlich
geil. So. Hochhüpfen, so. Und zwar habe ich jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt das schon gecheckt habt, ich werde jetzt quasi von, also diese komplette Reihe, bis ungefähr, ja, bis eigentlich, bis hier kann man sagen, so, werde ich das komplette hier als Feld machen. Also nicht einfach nur Feld, sondern, okay, vielleicht nicht so weit, vielleicht bis hier. Feld, also mit Gravelweg und sowas, oder weiß ich noch nicht, wie ich es mache, wie das hier der Eingang ist, ne, weiterhin. Und das ist dann quasi hier so der Weg ist, so. So, bis irgendwie hier hin. Und dann geht's hier zum Haus und ab hier fängt dann irgendwie das Haus an oder so. Habe ich mir überlegt. Und dann mache ich halt hier noch so. Hier mache ich irgendwie dann so ein bisschen Bambus hin. Dann mache ich hier so ein bisschen größeres Weizenfeld hin. Melonen und so weiter. So, was die hier drüben auch haben. Ich werde mir da eh noch inspirieren müssen. Ist das Marble? Sieht geil aus. Und wir haben nicht mehr so viele Marble. Ich habe da ein bisschen was rausgeschmissen. Wir haben jetzt noch zwei 64er Stacks und ein bisschen hier. Deswegen werde ich da eh auch nochmal farmen gehen. Aber es ist kein Problem. Das machen wir alles. Hier einfach mal. Ne, weißt du Bescheid, wir nehmen einfach mal das hier, den Sandstone Cover Strip, der ist ganz wichtig. Ja, den will ich auf jeden Fall haben. Ne, gut, und was ich jetzt aber noch ganz kurz davor mache, ist eine, also ihr seht es jetzt gleich hier im Schluss. Also entweder es kommt jetzt gleich das Outro oder ihr seht jetzt einfach gleich, dass es weitergeht. Also blablabla. So, dann sind wir wieder zurück bei Let's Play Fick die Bitch ins Knie. Und zwar habe ich jetzt einen kleinen Gast dabei. Also das heißt Gast. Also er ist nur im Teamspeak, aber er ist eigentlich auch Teil des Projektes. Und zwar den Dennis. Laptops TV. Ja, oder auch Dennis, ne? Genau, Dennis. Ja, ja. Genau. Ja, er ist nur so ein bisschen gastechnisch hier. Wir werden einfach so ein bisschen labern halt hier noch random und ich werde einfach mal anfangen mit dem Feld. Ich gehe auch noch mal kurz schlafen. Er ist also nicht in-game mit dabei, sondern nur hier im Teamspeak. Also ich nicht so krass einen auf Alleinunterhalter mache wie die letzten zwei Parts davor. Ja, und gerade eben haben wir halt darüber geredet noch so, halt bla bla Kanal und so, und haben wir gerade geredet so, wie es denn so aussieht wegen Penisgröße. Nee, warte, ich muss gerade ganz kurz denken. Erzähl doch du, also, was wir gerade kurz geredet haben, ich muss hier jetzt kurz bauen. Ich habe ihn halt gefragt, ob er jetzt, also er ist ja schon relativ groß auf YouTube, sage ich jetzt mal, 2000 Abonnenten oder so. Und habe ich ihn halt mal neugierig gefragt, ob er auch schon noch so Werbung macht, so PNs schreiben und so. Weil mich interessiert das einfach mal, weil man wird ja kaum eigentlich noch auf YouTube gefunden irgendwie. Was sagst du dazu? Also ich finde irgendwie so Let's Play technisch wird man eigentlich kaum noch gefunden. Ja genau, und da wollte ich dann nämlich sagen, dass es ja so ist, dass die Leute, die das mit den PNs machen, die machen natürlich auch das mit dem Ziel, dass sie halt jemand entdeckt, ne? Dass sie dann halt eben, ja, guck mal, ja. Schau vorbei. Das Problem ist halt, wenn ich jemand eine PN schreibe, heißt persönliche Nachricht. Daran ist nichts persönlich, für mich Werbung zu machen. Wir sind parallel wie immer. So schwer. Fick dich. Ah, oh, wie geil ist die Musik und bla. Ich hab meinen Haufen auf dem Stein platzieren.